Recht herzlich willkommen zur dritten Folge aus dem Livestream vom 7.6. Mein Name ist Stefan und ich bin wieder mal zu Gast hier auf der Silveran Forest beim lieben Gaming Gonzo alias Simon. Hallo Simon. Ja, hi Stefan und hallo liebe Zuschauer, Abonnenten und ja, einfach so mal wo reingeseppt haben hier. Wir sind hier auf der Silveran Forest eben unterwegs. Und ja, ihr seht hier schon ein bisschen Schafstall gerade bei mir so im Augenwinkel. Wir machen gerade ein bisschen Holz. Also ich mache Holz. Der Stefan holt Eisenerz. Einfach, dass wir hier wieder mal ein bisschen unsere Aufgaben da bearbeiten. Genau. Ja. War da nicht so, dass wir letztes Mal festgestellt haben, da fehlen noch Sachen? Nee, wir haben alle Produkte wieder aufgefüllt, fällt mir gerade ein. Ja. So. Also ich fahre jetzt nochmal eine Runde, weil dann, denk mal, wenn ich zwei Ladungen hole, dann hält es länger. Ja, aber es sind wir bei einem Tag 20 Stunden, das ist ja nix. Ja. So. Hab schon überlegt, sollen wir uns einen Riesenanhänger holen für den LKW. Aber da bist du mit dem Volvo, wo wir da oben stehen haben, ja 5 Jahre beschäftigt. A plus Telelader. Oder. Ja, doch, ja. Oder Ding. Wenn man da ein Ding platziert, ein Förderband. Weil ich einen riesen Haufen. Wenn man den Trigger vom Förderband da in den Haufen rein tut, wird man es eigentlich automatisiert in den Anhänger reinschmeißen. Wenn man den Haufen rein tut. Ja. Den Haufen Eisenerz, ja. Ja, im Boden drum. Dann tun wir mal den Haufen rein, ne? Ja. Na gut, aber das Förderband müssen wir ja erstmal dann holen. Mhm. Muss ja jetzt nicht in der Folge sein, aber wäre mal eine Überlegung. Ach so, hatten wir nicht mal überlegt, haben wir noch gar nicht gestartet, geht die Umfrage, was wir machen sollen. Obwohl, das kommt vielleicht nach der Farm können. Das wäre eine Umfrage nach der FarmCon, ja. Okay. Wie machen wir die Projekte im LS? Ob wir die noch. Aber es ist ja abhängig davon, wie es mit Zelonka und Silveran weitergeht. Ja. Aber wenn es die da gibt, dann kann man gechillt so weitermachen wie bisher. Sollte es die da nicht mehr geben in der Art und Weise, dann würde es Sinn machen, dass man vielleicht. Unsere Livestreams nach der Farm vielleicht auf die zwei Projekte eventuell beschränken, damit wir die voranbringen. Aber wir sind eine gute Pause im Aufgeben. Naja, aufgeben ja nicht. Zumindest mal eine große Pause. Also, du willst die Umfrage starten. Was jetzt, Pause, Umfrage starten oder? Nein, also wenn wir die Farmkung fertig haben, dass wir dann eine Umfrage starten, ob wir die zwei LS-Projekte bis zum LS25 quasi vorziehen sollen, favorisieren sollen, oder ob wir in dem gleichen Rhythmus wie bisher weitermachen sollen. Und da hätte ich einfach unsere beiden Stimmen dann addiert, also quasi deine Community, meine Community, und dann hätten wir zusammengeschmissen, wie viele Antworten wir dafür bekommen haben. Und das hätten wir dann in einer eventuell Podcast-Folge über die FarmCon Nachberichterstattung dann präsentiert. Nachberichterstattung? Das hört sich ja so richtig professionell an. Ja, natürlich. Da hocken wir digital vom Bierle. Also das Bierle ist nicht digital, aber wir hocken dann digital vor einem. Digitales Bierle. Machen wir nochmal so nach vielleicht einer Woche oder nach 2 Wochen Resümee, vielleicht auch schon die ersten Tipps, was auch immer, um 1.25 und dann
kann man, ist mir jetzt so spontan hier eingefallen, so eine kleine Podcast-Reihe eventuell machen. Und das Tolle ist ja bei Podcast, da haben wir dann ja vielleicht auch das Glück, dass wir das ja auch einfach so mal aufnehmen und dann halt irgendwann online stellen. Muss ja nicht live sein, ne? Ja. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Jetzt konzentrieren wir Aber uns hier. wenn es live wäre, dann könnte man sogar live mit der Community interagieren. Das natürlich auch, genau. Das wäre natürlich dann der Vorteil fürs Live. Aber da wird es wahrscheinlich auch dann noch eine Umfrage geben. Ja. Also es wird nächster Zeit einige Umfragen geben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil mein Chat ist. Nein, mein Chat ist da. Guten Abend, Konstantin. Wie geht's dir? Es würden auch, also zumindest bei mir ist jetzt auch noch mal was anderes noch geplant, also noch mal ein anderes Spiel geplant, wo ich mal anspielen möchte. Möchte ich aber noch nicht verraten, welches. Nur so als kleiner Teaser. Kann sogar sein, dass das müsste jetzt die Mittwochsfolge sein, ne? Ja. Das ist sogar schon draußen ist eine Folge. Wenn ihr das Video jetzt seht. Das muss hier wieder einen Schwerpunkt Fashion-Simulator ungefähr. 2024. Was für ein Simulator? Fashion-Simulator. Mein Weg zum Nee. Swarovski-Millionär. Nee, Simon. nee, 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 nee. Der Oktoberfest-Simulator. Ja, Maß Bier trinke. Da werden wir der Vasen lieber. Nee, wenn dann das Original. Was nicht ist original. Das Original des Oktoberfest. Eigentlich was Bayerisches. Ich hätte hier was aus Württemberg. Gibt es eigentlich sowas Ja, sehr schöne Stimmung aufs Wochenende. Da gebe ich dir recht. Gibt es eigentlich in Baden irgendwas? Im Partnerbereich? Wie im Karlsruhe, Partnerbereich. Freiburg, sowas irgendwie Wasen oder Oktoberfest? Also das ist auch wieder im Schwäbischen. Da haben wir dann in Ravensburg das Rutenfest. Klar, wir haben dann auch noch relativ in der Nähe der Tuttlinger Hohenbergsommer. Und natürlich, was auch ganz in der Nähe von mir ist, ist das Southside Festival, was ich glaube in 2 Wochen stattfindet. Also, Southside ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Ja, ich warte noch nie drauf, aber ich kenne es natürlich. So, ich wohne da relativ nah und war auch noch nie dort. Ich zum Beispiel, ich wohne ja auch nicht weit weg von Stuttgart, aber auf die Basen gehe ich halt nicht mehr. Ja gut, wenn man das schon hört, irgendwie mit dem Messer oder sowas. Oder Machete, was da war, das war ja auch nicht so cool. Nee, nicht deswegen, sondern einfach die Preise. Also ganz ehrlich, da bin ich halt zu Schwabe. Also, wenn ich überlege, was ich da für Maß Bier und für Goggles zahle, da habe ich für mit 10 Mark habe ich das alles bezahlt. Klar, Inflation, pipapo, aber wirklich ein halbes Glas voll Schaum plus abgestandenes Bier teilweise. Ja. Kann ich mit dem Preis hier mit irgendeinem Kumpel oder so zusammenhauen oder mit einem Streamer online und kann fast die Kiste alleine dinge. Ja, Konstantin, morgen, also Samstag, kommt wieder der Supermarkt Simulator.
Als Livestream? Ne, als Folge. Okay. Aber noch ohne Facecam. Da muss man ja halt auch die Regale sehen, du. Ja, es liegt einfach daran, dass die Folgen vorproduziert waren. Also die Folgen waren schon im Kasten und dann habe ich die Facecam geholt, also. Ich könnte es aufwenden, könnte ich das nochmal hier rein bauen in die Folgen, aber. So alles nachkommentierend, aber. Nee, das ist glaube ich nicht. Das muss ich auch noch ehrlich sagen, es ist für mich auch ein komisches Gefühl, dich live zu sehen. Wenn man sich jetzt so lange kennt. Wie wir, jetzt seit 2 Jahren, streamen wir jetzt fast, nein, ganz 2 Jahre. Ja. Und man hat sie ja live noch nie gesehen, ne? Ja, 1,5 Jahre ist es jetzt. Genau, 1,5 Jahre. Farmkunden ist das erste Treffen quasi. Aber so direkt live gesehen, gesprochen haben wir uns noch nicht, ne? Nur über Discord. Das erste und das letzte Mal, dass wir uns sehen, ist dann die Farmkunden. ich weiß auch nicht, ob ich die Facecam Supermarkt Simulator draußen lassen soll. Ich weiß nicht, ob du die Facecam mitnehmen sollst in Farmkunden. Nee, ich denke mal, ich werde auf jeden Fall mal ein paar Folgen mit Facecam machen und dann kann die Community entscheiden, ob sie dem Projekt die Facecam haben möchte oder eben nicht. Aber hier sieht man, glaube ich, wahrscheinlich auch sehr schön, wie ich teilweise konzentriert versuche, hier das Holz aufzuladen. Das sieht man bei mir auch hier mit dem vor, zurück, Staufel hoch, rein. Aber letzte Woche am Livestream, da meine Panik in den Augen, das war ja schon Gold wert. Wo der Ton nicht da war. So, man realisiert halt so, da wirklich wie du quasi hier anmachst und auf einmal denkst du, hä? Irgendwas passt da nicht. Ja, irgendwas haut nicht hin und ja. Aber es ist halt auch cool, ne? Wenn so Sachen passieren. Na tschüss. Dann halt nicht. Was denn? Ach, das Holz. Ist gerade wieder auf Abwägen gewesen. Weil es wieder mal nicht richtig gepackt bekommen. So. Für mich geht's wieder nach Hause. Zum Hof. Zum Eisenbearbeitung. Schmelzofen. Ja gut, direkt einen Hof haben wir ja nicht. Okay. Oben doch. Autoleder. Ja. Ja, okay. Okay, hast mich überredet. Ja, man hat den Baumstumpf hier weg. Brennholzproduktionsthema darum. Ja, das, was wir jetzt seit gefühlt einem Jahr nicht mehr angerührt haben. Mhm. Ja, und ich mache mir jetzt auf den Weg ins Sägewerk, um mal ein bisschen Holz da noch abgeben. So. Aber nicht, dass wir uns da jetzt in die Quere. Nee, geht ja gar nicht. Wir fahren in unterschiedliche Richtungen. Ja. Aber ich finde es halt auch toll, wie wir einfach den Platz am Händler da beschlagnahmen für uns, ne?
Und unsere ganzen Geräte abstellen, unsere Fahrzeuge. Schon nur Werbung Danach. für ihn. Bis haben Ja. wir ja alles bei ihm gekauft. Das ist richtig, aber ich würde trotzdem gerne noch was von dir hören. Okay. Ö mit Ö. 3, 2, 1.